Nicht dein Ernst. Alex, hier ist etwas, das Willkommen daheim sagen soll. Kann's kaum erwarten, dich spielen zu hören. Gabe. Oh, geil. Bock. Hoffentlich hört man das wenigstens. Super, Alex. Du bist durchgedreht und hast jemanden vor den Augen deines Bruders aufgemischt. Also, wie fühlst du dich jetzt? Ist so albern. Wie ist denn das jetzt? Also ich habe jetzt, wenn ich das aus den Augenwinkeln sehe, ein wesentlich flüssigeres Bild, seit ich das letzte Mal umgestellt habe auf 30 FPS. Kann das sein? Weil für mich selber, mir macht es keinen Unterschied, ob ich jetzt für mich 30 oder 60 FPS sehe. Das ist mir Wumpe. Wenn es für euch einen ordentlichen Qualitätsschub gegeben hat, dann ist da mir wesentlich mehr geholfen. Und ich glaube, wenn du schon sagst, ja, besser, dann ist mir damit wesentlich mehr geholfen. Weil das hat mich ja mürbe gemacht, ey, wenn ich hier im Augenwinkel immer so ruckel gesehen habe. Ja, bist du jetzt fertig mit Singen? Hätten sie wenigstens einen Text unten einblenden können. Das ist maximal dumm, ey. Scheiß DMCA. Ich würde gerne wissen, was die hier singt. Gerade so zu den Einblendungen, die du dann hast. Mann. Ja, wer die Musik genießen will, muss sich das Spiel kaufen. Ganz einfach. Du und deine verdammten Überraschungen, Gabe. Hier zu sein ist zu schön, um wahr zu sein. Das lasse ich mir von nichts kaputt machen. Ich sollte runtergehen und die Sache mit Gabe gerade biegen. Das Fahrrad haben wir uns nicht angeguckt. Gabe wollte schon immer so ein Fahrrad. Okay, also das kann ich nur halt wie so fühlen, aber nicht damit interagieren. Greetings from Mexico. Brauchen wir nicht lesen. Oder warte mal. Scheint, als hätten wir beide Leute, die versuchen, uns zu helfen. Ich bin froh, dass es Gabe geholfen hat. Gabe Chen. 11 Main Street, Floor 2, bla bla. Gabe, ich habe deinen Brief gestern erhalten. Mir geht's blendend. Falls du je einen Neustart brauchst, komm hier runter. Denn heiliger Strohsack, das Essen ist großartig und die Drinks noch besser. Ich werde es nie überdrüssig zu hören, wie gut es für dich läuft. Manchmal denke ich an unser erstes Treffen.
in der Jugendstrafanstalt. Sicher, du hast mir dreimal gesagt, ich soll mich verpissen, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der jedem meiner Worte so genau zugehört hat. Ich wusste da schon, dass du mit allem zurechtkommst. Der Punkt ist, du warst der beste Junge, für den ich je Mentor war. Vergiss das nicht. Lass mich wissen, wie es mit Alex läuft. Hoffentlich findest du sie. Mit Liebe. Len. Da warst du ja erst nicht da, wo die Spielmechanik hier erklärt wurde. Wenn wir den weißen Punkt sehen, den Pulsieren nennen, dann können wir mit der rechten Maustaste. Ach, jetzt geht's! Ich musste bloß näher ran. Können wir das Gefühl verstärken und dann hast du dort drinnen das Symbol von der linken Maustaste und dann passiert das. Es sieht leider so aus, als hat Mr. John Chen San Miguel 6 Monate nach seiner Ankunft verlassen. Steht in seiner Akte zufällig seine neue Adresse? Es tut mir leid, Sir. Solche Informationen speichern wir nicht. Danke, dass Sie das Standesamt von San Miguel angerufen haben. Ich wünsche Ihnen einen schönen Nachmittag. Nein, 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 nein! Hey, legen Sie bitte nicht! Und rumstig war die Wand im Eimer. Okay. Wie hat er die hier hochbekommen? Da spiele ich eine Runde. Dü-dü-dü. Hochklettern, fallen lassen, vermeide Geister und Wagen. Verstärkung, sammle alle Münzen. Kann ich? Wo bin ich denn? Ach, da oben. Könnte ich auch irgendwie springen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ach so, okay. Hat was von Pac-Man. Okay. Bist du sicher, dass du die Arkade verlassen möchtest? Ja. Ja. Witzig. Bin gespannt, ob es davon noch mehr gibt. Gabe scheint gut hierher zu passen. Haven Springs Co. 150 Jahrfeier. 1867 bis 2017, 150 Jahre Gemeinschaft. Samstag, 21. Juni. Alle Events kostenlos und öffentlich zugänglich. Rathaus, stille Auktion. 8 bis 16 Uhr. Vorführung eines antiken Feuerlöschwagens. 9 Uhr. Vortrag zur Bergarbeit. 10.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Black Lantern Bar. Brunchbuffet. 11 Uhr bis 13 Uhr. Treffen mit Eiscreme. Oh, 15.30 Uhr bis 17 Uhr. Live-Musik. 18 bis 23 Uhr. Denkmalpark, Familienspiele und Basteln, 10 bis 12 Uhr. Fun, fun, fun! Oh Mann, Gabe hat immer gewonnen. Der Arsch. Kann man sehen, was das für ein Spiel ist? Ups. Upsis! Steht da Upsis? Cooles Spiel. Upsito, okay. So eine Musik hätten sie überall Nein, drunter vergiss legen es. Können. Lass das. Du musst dich um dich selbst kümmern. Hab mich verarztet. Schauen wir uns dich mal an. Sieht ganz schön übel aus. Ganz besonders hier. Oh.
Tut es beim Atmen weh? Alex, du bist hier. Schon. Charlotte, richtig? Wir sollten das kühlen. Die Sache mit dem Kampf tut mir leid. Was für ein furchtbarer erster Eindruck. Dad? Ich fahre Gabe zur Station. Wir brauchen einen Erste-Hilfe-Kasten, der aus dem aktuellen Jahrhundert ist. Ist okay, ich muss wirklich Ryan nicht... Ryan hat recht. Er weiß, was er tut. Geh mit. Alex, bin gleich zurück, okay? Okay. Und fort sind mein Barkeeper und mein Ersatz-Barkeeper. Das gefällt mir. Ein fallender Stern? Ja. Oder ein aufsteigender. Kommt auf den Tag an. Und wie sieht es heute aus? Steigt auf. Heute ist ja ein schöner Tag. Er steigt auf. Ganz sicher. Mein neues Leben beginnt. Oh, gut. Ich bin froh, dass Max Dummheit nicht alles ruiniert hat. Gehört, dass Ethan dir einen seiner Comics gegeben hat. Er findet dich offenbar ziemlich cool. Aber hält er mich für cooler als Gabe? Ich glaube, du hast deine Chance. Gabe spielt aber nicht fair. Er bringt Ethan heimlich bei, wie man flucht. Rinderbraten-Spezial. Vorsicht mit der Soße. Jed, das war nicht nötig. Ryan sagt, du lässt das Abendessen aus. Kein Künstler verhungert unter meiner Aufsicht. Ich muss jetzt los. Ich arbeite an einigen Werken für das Frühlingsfest und sie müssen heute fertig werden. Hätte gern noch geplaudert. Oh, ist okay. Echt schön, dass du hier bist. Ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Ich mich auch. Gern. Ciao, danke fürs Essen. Jo. Chill-Moment. Mhm. Oder doch nicht? Kein Chill-Moment, okay. Ich bin hier ja gerade unterbesetzt. Gabe meinte, du hast schon in einem Restaurant gearbeitet. Ein paar Jahre Erfahrung als Kellnerin. Bloß ein Problem, wenn jetzt zwei Leute eventuell da sind, wenn es dann 50-50 steht. Come clean ist ins Reine kommen, oder? Go with the lie, es gäb's Geschichten zustimmen. So nehme ich das mal an. Oh Gott, da muss ich ja auch noch aufpassen. Ich dachte, die wären... Hey, blabbert scheiße. Ich habe noch nie in einem Restaurant gearbeitet. Nicht zu fassen, der Witz bald. Aber ich würde gerne arbeiten, wenn es auch ohne Erfahrung geht. Willst du es ausprobieren? Gerade ist nicht viel los. Und wir sind wirklich locker drauf hier. Okay. Danke. Alles klar. Also, wir müssen uns um ein paar Gäste kümmern. Ducky und Diane dort drüben. Steph sitzt hier. Und der Tisch da drüben müsste abgeräumt werden. Du kannst mir die Bestellung weitergeben. Und ich kümmere mich um alle an der Bar, okay? Okay. Es ist echt schön, dich hier zu haben. Danke. Dann bin ich jetzt also Kellnerin. Sehen wir mal, wie es läuft. Würfel Tab, einen Blick auf deine derzeitigen Ziele. Sieh nach Ducky und Diane, sieh nach Steph, räume den Tisch weiter hinten. Okay. Ich sollte beim Tisch vorbeischauen.